So wie angekündigt, nochmal, mit wem spreche ich denn? Ich bin der Dominik, ich bin seit 2 Jahren hier auf der Insel, bin mitverantwortlich hier für das Oktoberfest, durfte da bei der Organisation helfen, beziehungsweise bin noch voll mit dabei. Wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten. Erstmal schauen wir uns hier an, die Räumlichkeiten oder die Gegebenheiten sind ja wunderbar. Der Ocean Park, ne, den gibt es seit vielen Jahren, ist wieder neu auferstanden. Die Idee Oktoberfest kam ja vor Jahren hier an. Maritim macht es nicht mehr und jetzt erzähl mal, was kommt auf uns hier zu? Wann fängt es an? Gut, wir sind ein bisschen außerhalb von den Originalzeiten. Wir sind im Oktober, also das heißt am ersten Wochenende, 5.-6. geht es hier los, Samstag und Sonntag. Dann haben wir den 12. und den 13. und nochmal den 19. und den 20. Also die 3 Wochen wollten wir uns schon beibehalten dafür, auch wenn es abseits von der Originalzeit in München ist. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ganz gleich, es heißt ja Oktoberfest und ihr macht's richtig, ne? Ihr macht's richtig. Ja, wir wollen ein paar Einzelheiten wissen. Also, ich nehme mal an, beim Oktoberfest gibt's auch bayerische Musik. Sind wir aktuell noch dran? Also DJ haben wir schon mit im Boot. Ein Musiker und jawohl, wenn nicht, dann singen wir selber. Genau, dann darf jeder mal auf die Bühne. Ich garantiere euch, wenn es Freibier gibt, können die alle singen. Eine Masse ist ja 1 Liter, ich sag mal, wenn die dann schon intus ist, ab da geht's dann los, genau. Und wenn der Holzmiegel noch dazu kommt und sonstige Sachen, dann funktioniert es. So, ich glaube, je mehr man vorbereitet, desto mehr kann schief gehen. Man muss auch da mal ins kalte Wasser springen und ich glaube, das schaffen wir schon miteinander. Wir machen ja auch ein bisschen Werbung dafür. Genau. Bier gibt es natürlich, spanisches nehme ich an, oder? Auf der Insel gebrautes Festbier. Auf der Insel gebrautes Festbier, wissen wir, das ist gut. Hört sich doch schon mal vernünftig an. Hat auch eine vernünftige Farbe. Jawohl. Nach dem Reinheitsgebot. Genau. Ganz genau. Also will nicht so viel verraten. Zu essen wird es geben, Schmankerl, was gibt's? Naja, typisch, ne? Weißwürsteln mit Brezen. Wir haben Leberkäse, wir haben Bratwürste, selbstgemachten Kartoffelsalat ausgemacht. Und so. Sind noch an ein paar weiteren Sachen dran, also es wird noch mehr geben. So kleine Kurze wird es auch geben. Bestimmt, ne? Was Klares gehört ja auch mit dazu. Natürlich. Da weiß ich noch, 1 Meter Schnäpse auf so einem Holztablett. Ja. Gut, wir haben die Musik, wir haben das Bier, wir haben das Essen. Jetzt ist ja auch die Frage zur Organisation, wie viel passen denn da, wenn jetzt an den Wochenenden viele Leute kommen, wie viel passen da rein? Maximal sind wir bis, sagen wir, bequem sitzend 800 Leute. Das ist eine ganze Menge. Wir haben es wirklich geschafft, 100 Festgarnituren zu organisieren mit der entsprechenden Dekoration. Also 800 Leute pro Tag. Ich denke mal, wir werden noch ein bisschen Platz am Schluss übrig haben. Aber wenn es natürlich voll ist, freuen wir uns auch. Es wird keiner abgewiesen, auch wenn er keine Reservierung hat. Richtig, also wir haben den Ticketverkauf ja aktuell, den es in mehreren Stellen gibt. Auch die Tickets muss nicht online gekauft werden. Also man kann sie auch in Papierform kaufen. Zum Beispiel im Rainbow. Beim Rüdiger, Genau. Oder auch hier direkt im Ocean Park einfach beim Vorbeilaufen, beim Vorbeifahren. Einfach mal vorbeigehen. Kaufen ist möglich. Wir werden aber, wie gesagt, niemanden an der Tür abweisen. Also wer sich spontan entscheidet, da noch hinzuwollen. Wie ist es, wenn ich jetzt ein Ticket habe? Kriege ich dann Platz zugewiesen oder kann mir den trotzdem raussuchen? Es gibt die Möglichkeit, ein Ticket zu reservieren. Da haben wir eine E-Mail-Adresse angelegt. Das ist oktoberfestgc@gmail.com. Einfach also eine E-Mail hinschreiben. Für größere Gruppen ratsam, genau, ne? Ich hatte jetzt heute auch einen Termin gehabt, wo ich Tickets verkauft habe. Die wollten dann gleich den Tisch dazu. Genau. Dann machen wir auch Tischreservierung. Okay, aber wie gesagt, das ist ja auch ein Kommen und Gehen. Die einen kommen früher, die anderen gehen dafür später und so weiter. Also, ich freue mich natürlich drauf oder wir freuen uns drauf. Wir haben heute den Tag gewählt, an dem hier nichts los ist. Das ist auch gut. Wir haben nämlich Feiertag an dem Montag aufgenommen. Und ansonsten ist ja der Ocean Park, ich habe es ja schon berichtet, die haben Programm. Wir gehen nachher nochmal auf die Tafel. So, Frage noch, wenn ich jetzt reserviere. Ich gehe online und wie funktioniert es dann? Ich reserviere dann für 2 Personen, kostet? Genau, also die Ticketreservierung ist 15 Euro pro Person. Klingt jetzt erstmal, 15 Euro für ein Oktoberfest. Ist aber eine Masse oder ein Getränk der Wahl inkludiert. Das ist mit drin. Das heißt also, Masse sind wir ja bei 10 Euro ungefähr. Das heißt, es ist ein realer Eintrittspreis am Ende noch von 5 Euro. Genau. Man muss das Ganze ja auch organisieren und Ganze planen. Und da gehört natürlich auch was dazu.
Und wir hoffen natürlich nicht, dass wir schlechtes Wetter haben. Aber nein, wir haben deshalb gutes. Sind wir ja auf der Insel. Ne? Deswegen sind wir auf der Insel. Wir haben uns jetzt gerade überlegt, wir machen nochmal so einen Zwischenstopp dann. Wir treffen uns nochmal auf jeden Fall vor dem Oktoberfest. Dann wissen wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer. Vielleicht kommt noch eine Anregung, wenn wir guten Musiker haben, bayerischen, kann er sich melden. Ja? Schauen wir mal, genau. Nehmen wir gerne an. Also, wenn jemand Hausmusik oder bayerische Musik machen kann, in dem Fall meine ich Hausmusik, bayerische Musik, nicht Haus, dann kann er gerne mal auch vorbeikommen. Hast du bestimmte Zeiten, wo du hier bist, oder bist du gar nicht fest jetzt hier? Ich bin eigentlich überhaupt nicht hier. Du bist eigentlich hier. Wenn es wirklich dann ums Organisieren geht. Okay, alles klar. Wichtig ist noch, wenn man auf der Homepage das Ticket reservieren möchte, ist ein bisschen schwierig, haben wir festgestellt. Das Portal, was die hier haben, ist jetzt nicht sehr benutzerfreundlich. Also wenn ihr auf das Oktoberfest klickt, müsst ihr dann erst das Datum auswählen, also eins von den drei Wochenenden. Mhm. Und dann sind erst die Tickets dann dabei. Sichtbar. Weil ihr kommt auf der Startseite erstmal beim heutigen Datum raus. Mhm. Da könnt ihr dann eine Liege für 100 Euro reservieren. Das will ja keiner, ich will ja aufs Oktoberfest. Also Datum. Also erst das Datum auswählen und dann kommt ihr wirklich auf die Oktoberfestseite. Okay. Und wenn es Fragen gibt, dann leite ich an die Fragen, die jetzt kommen, aufs Video an dich dann weiter. Alles klar. Ich sage schon mal vielen lieben Dank und wir bleiben in Kontakt. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Dank. Ciao.